Ich muss das hier erstmal finden. Wie gesagt, ich habe hier schon ein bisschen einen sitzen. Das war echt zu schnell mit dem Bier. Matthias, ist das okay, wenn ich ein eigenes Gedicht vorher vortrage? Du hast mich inspiriert über die Jahre. Nein, was du aber über die Jahre gemacht hast, ist, dass du mich in den Diplomatenstatus erhoben hast, mir den Titel des Konsuls gegeben hast, einen Titel, den ich mittlerweile lebe. Ich habe das akzeptiert. Also ich stelle mich mittlerweile auch so vor. Und also wirklich, ich habe das aufgesogen. Ich habe auch Visitenkarten, aber das, ihr könnt nachher alle eine haben. Ich finde, eine der wichtigsten Aufgaben eines Konsuls ist die weltweite Werbung für feinste deutsche Hochkultur. Und ich nehme das sehr ernst. Das habe ich mir in meiner Agenda geschrieben. Ich mache das aber auch umgekehrt. Ich bin viel auf Reisen. Und immer, wenn mir etwas begegnet, was nicht zu dieser Kultur gehört, dann versuche ich, das verschwinden zu lassen. Ich klaue das und es muss weg. Und mein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem, ich nenne es mal den dreistreifigen Sündenfall des deutschen Designs. Die Adilette. Adiletten gehen gar nicht, finde ich. Und jeder kennt das und ich finde, das muss weg. Und immer wenn ich irgendwo in der Welt diese Dinge entdecke, das kann sein in den Fünf-Sternes-Bars, in denen ich mich rumtreibe, oder auch in den Gästezimmern von den ganzen Goethe-Instituten, oder auch ganz groß vor den Tempeln, asiatischen Tempeln. Ich sag die ein. Das ist meine Passion und ich wurde dabei noch nie ertappt und ich finde, das gibt mir recht. Und passend zu dieser Obsession habe ich hier ein Gedicht gefunden in diesem fantastischen Gedichtband. Das möchte ich jetzt vorlesen und ich möchte es für eine spezielle Person vorlesen. Ich mache das nur für dich, lieber Lukas Podolski. Adiletten, Männer. Sie stehen am Frühstücksbuffet und riechen nach Restalkohol mit Hattrick Classic. Sie hantieren am Grill und haben richtig gute Laune. Sie treten am liebsten im Rudel auf, als Kompetenzteam in Sachen die da oben und wir sind Deutschland. Sie klopfen einander die Schultern und sich selbst auf die Schenkel. Sie sind echte Kracher in kurzen Hosen, lauter Ladykiller und Glücksfälle mit und ohne Pelz im Dekolleté. Sie sitzen an deiner Bushaltestelle, sie stehen vor deinem Bäcker. Und, Matthias, sie liegen auf deinem Handtuch am Pool und sind mit sich selbst und der Welt im Reinen. Sie sind da.